disrupted a blockade of presynaptic dopamine reuptake, but this has accelerated patient psychosis. Going to try a cocktail of meprotiline, amoxapine, and trazodone. Symptoms not typical postpartum and seem to be triggered in certain parts of the home. Considering hypnosis. Hypnose. Okay, er hat sie wirklich voll gepumpt mit Medikamenten. Wenn es denn seine Frau ist, vielleicht verstehe ich das ja auch alles falsch. Ich weiß ja nicht, wen er mit Frank meinte. Aber ich gehe mal davon aus, dass es seine Frau ist. Die berichte ich auch davon hin und wieder. Okay. Kann ich durch? Hier waren wir noch nicht. What the fuck? Hier sehen wir da Dinge. Da war irgendwas. Zwei Türen. War das nur die Tür oder habe ich ein Baby schreien hören? Zwei Türen. Wir nehmen mal die rechte zuerst. Okay, das war wieder sie vom Klo. Sich übergeben. Kerzen führen zu einer weiteren Tür. Ist da wer? Da leuchtet zumindest was. Bin mir nicht sicher, ob er jetzt wieder raus kann, aber ich versuch's einfach mal. Ist wieder eine Puppe. Oh, hell no. Emily wants to play. Ich muss mich mal wieder fokussieren, wo ich denn eigentlich hin muss. Ah, es sind ihre Steinsammlungen. Die, sie ist ja sehr naturverbunden. Ja, macht doch noch mehr Krach, Mensch. Hat anscheinend Steine und Sachen aus der Natur gesammelt hier. Also hauptsächlich Steine. Ein Kristall. Ein heilender Kristall vielleicht. First the sagebrushes, now this. How does malachite crack? It's supposed to protect me and the baby. How does a gem inside a silver setting just shatter like that? Das auch gesehen? Irgendwas war da. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. I know how to raise my baby. Give me the goddamn key to the playroom. Where is it? I don't need the pills anymore and I don't need you watching my every move. Can't you tell? I haven't taken them in days. Okay, sie rebelliert so langsam gegen ihren Mann. Will wieder ihre Freiheit, nimmt die Medikamente nicht. Und irgendwas ist jetzt hier. Irgendwas verfolgt uns. Aha. Okay, wir müssen wieder nach unten. Doch, ich schätze, so langsam wird's ernst, vielleicht. Ich habe mich ehrlich gesagt schon fast verlaufen hier in dem Raum. Okay, wir müssen nach unten. Wir müssen nach unten. Natürlich vorsichtig. Natürlich vorsichtig. Nein. Ich hoffe, da kommen wir jetzt so einfach durch. Okay, hier ist das Spielzimmer für die Erwachsene. Die Tür ist es. Okay. Da hatten wir den Schlüssel für. Das Haus ist wirklich so verdammt groß.
Das ist irgendwie Marmor oder so. Spiel gespeichert. Was? Pillen. Keeping these, because at some point we're gonna need to talk about this. Werden wir darüber reden müssen. I don't understand. Is it Richard doing this? Or the house? I don't know how he's doing it. I don't know how he's doing it. I don't know how. Ich weiß nicht, wie er es tut. Wie er es macht. Schafft er es? Oh, das sind... Okay. Sind das ihre gesammelten Medikamente, die sie vielleicht nicht genommen hat? Hat sie sie hier versteckt? In ihrem Atelier? I've taken none of his prescriptions. I still see it. Sie sieht es immer noch. What is it about that tree? I feel it too. Der Baum. Das Seil, der Baum, der Apfel. Vielleicht ist irgendwas in diesem Baum passiert. Und ein Geist lebt hier. What the fuck? Das war auch gerade nicht da. Das war alles gerade nicht da. Erkunden fürs nächste Ziel. Okay. Interessant. Okay, wir gucken erstmal hier oben ein bisschen. Oh, krass. Ach, das sind Leinwände, wo wir uns da verstecken können. Hier scheint aber nichts weiteres zu sein. Ich gucke mal hier. Ja, da wird nichts mehr sein. Mal nichts aufnehmen. Gehen wir mal runter. Überall zerkratzte Leinwände. Alles voll damit. Das war auch gerade nicht da. Oder haben wir es einfach nicht gesehen? Betty? Why am I still seeing it? Okay, hat sie vielleicht die ganzen Medikamente bekommen, weil sie immer irgendwas sieht? Das könnte gut möglich sein. Weil sie diese Geistererscheinung sieht. Oh, krass. Eine Gummizelle. Mit Popfolie. Telefon. Hello? Where are you? Hey, Serge. What's up? Where are you? Okay. I'm in a weird... I don't know. I guess it was a nursery. There's bubble wrap everywhere. Wait a sec. Shouldn't you be at 30,000 feet right now? Oh shit, oh shit, oh shit! Where are you? Hello? Cold. Cold. So cold. Whoever you are, I'm not afraid of you. You hear me? You can't scare me. Get a hold of yourself, Cassie. In einen Ort zum Verstecken. Da. Nein. Weißt du?
Wo muss ich hin? Ist alles voll mit dieser Folie. Hier gibt's keinen Ort zum Verstecken. Höchstens das Kinderbett. Ah, okay. Ich sollte vielleicht mal den siebten Sinn verwenden. Ha. Entfernen. Es gibt keinen anderen Ort, an dem ich mich verstecken kann. Kunde fürs nächste Ziel. Okay, anscheinend muss ich mich hier verstecken. Da, da war was. Da war doch was. Da war gerade was. Da. Warum leuchtet das? Da. Ah, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Whoever you are. Die Präsenz. I'm not afraid of you. You hear me? You can't scare me. Das ist doch meine Stimme, oder? Okay, je näher der Geist kommt. I think the coast is clear. Umso dunkler wird es. Umso dunkler wird es. Okay. Unser nächstes Ziel ist eine Tür weiter hinten. Das ist total crazy mit dieser Folie hier. Was soll das alles? Die Eule ist wieder da. Sie ist wieder weg. The baby is cold. I have to warm her. Cold babies need to be warmed. Es ist nicht die Form von Teil. No, no, not fire, not here. No, 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 not the baby. Gotta move fast. I need a fire extinguisher. Okay, ich brauche einen Feuerlöscher. In der Küche war einer. In der Küche war einer. Wie komme ich zur Küche? Küche, Küche. Komme ich zur Scheißküche? Das ist ein verdammtes Labyrinth hier. Okay, okay, okay. Stop fucking with me. When have I ever fucked around with you? Serge is actually you. In the flesh. Sounds like you can use a hand. Fire to put out. Wait a minute, don't hang up. I'll call you back. Da hinten ist es. Es geht nicht aus, es geht nicht aus. Warum geht das nicht aus? Feuerlöscher benutzen. Okay, jetzt ist es aus. Scheint ein alter Teil des Hauses zu sein. Oh mein Gott. Okay, und unser Freund oder... Ja, es ist Freund, Mann. Fuck it!
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zwiespalt. Wir brauchen einen Ort zum... Das ist doch dieser Turm, wo wir letztens schon waren. Das ist das Baby. Patient showing signs of progress. She is accepting the switch to bottle feeding and is no longer... Wait a moment. What's that? I must be hearing things. I need more sleep. Hello? What's that? Who's there? Is something burning? Felicia! No, no, no. This is how it ends. Fucking house! It made Felicia burn her family alive. Why is it tormenting these poor people? I thought I was supposed to fix it. To stop it. What am I even doing here? I don't understand! Okay. I shouldn't be here. This is all wrong. I gotta get out now. Okay. Alles niedergebrannt. Und ich weiß nicht, ob wir das Haus jetzt quasi erst so sehen, wie es jetzt eigentlich wirklich schon war, dadurch, dass wir die Geschichte kennengelernt haben. Wir sehen quasi immer das, was wir nur entdeckt haben. Weil wir hören es ja letztendlich nur. Wir können uns unsere Umgebung nur vorstellen. Ich denke mal, das Haus war die ganze Zeit schon verbrannt. Das ist gut möglich. Das ist gut möglich. Okay, und irgendwie müssen wir jetzt wieder hier raus. Und zusehen, dass der Geist uns nicht erwischt. Und laufen in eine fucking Sackgasse. Okay, jetzt mal raus. Der Ausgang. Okay, wir kommen sogar raus. No. No. What do you want from me? Help! Okay, das Haus hat uns. Das Haus möchte, dass wir hier bleiben. Und hier ist eine Note. I can't hear you as well. Not without the pills. I'm ready to join you now. There's no one left for me. Give me a sign you're still here. A knock. Footsteps, your phonograph. Anything. I need to move on, but I'm afraid. Please show yourself. Your sister in suffering. Felicia. Okay, ich dachte, sie hätte das Haus niedergebrannt. This doesn't sound good. Goodbye, Mister. Shit! The rope. I need to head back there, stat. Muss so schnell wie möglich zurück. Oh, das Seil. Da oben. Treppe. Was müssen wir denn mit dem Seil machen? Wir mussten einfach hier durch. Hang on, Felicia. I'm coming. Da ist es. Okay. Goodbye, Richard. Okay, sie wollte sich umbringen. Goodbye, sweet baby girl. I'm off to visit with a girlfriend. What happened? It wasn't your fault. None of this was your fault. Why are you doing this? What the hell is the point of any of this? Tja. Where am I? A tree. Why? Der Baum.
Das Medaillon. Down in the marketplace, I spied a spry old man handing her this locket. It was inscribed, "Thy healing fingers hath my eternal gratitude." Imagine my shock when he turned and I saw it was Erwin, the town cripple. And there was no Kane in sight. Who was that? And who was she talking about? Kapitel 2. Das Ticket. Okay, wir haben das Seil gelöst. Und ich sehe so langsam, wo die Reise hingeht. Errungenschaft freigeschaltet, Wind. Ich sehe so langsam, wohin die Reise hingeht. Pro Ding, das wir finden, gibt es quasi ein Kapitel. Und ich würde sagen, das ist doch der perfekte Ort jetzt, oder die perfekte Zeit, um einen kleinen Break zu machen. Die weiteren Kapitel werde ich dann später spielen. Oder wahrscheinlich morgen. Wahrscheinlich kommt jeden Tag eine Folge. Jetzt habe ich auf jeden Fall eine Aufnahmesession durch. Ich habe jetzt wirklich die Nerven. Das ist sehr anstrengend, das Spiel, finde ich. Also nicht anstrengend im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Man möchte weitermachen, aber die Art, wie man sich hier durch die Räume bewegt, ist schon wirklich anstrengend, weil man halt nicht sieht. Und man muss immer gucken und man weiß nicht, ob man verfolgt wird. Also sehr geil bisher. Gefällt mir sehr gut, das Spiel. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Bis zur nächsten Aufnahmesession und bis dann. Ciao.